Oh, guck dir das an, hier. Oh, der Silvio. Lass mir den Silvio hören. Menschenskinder. Oh. Jetzt ist ja nicht zu fassen. Mann. So, jetzt ist ja, was ich jetzt auch nicht so wirklich, fährt er jetzt weiter? Naja, er versucht das mal. Ich meine, er ist ja nun schon ziemlich weit hinten. Aber wir sehen da vorne Markus Broich, Jonathan Erdschien, 7 Sekunden Unterschied schon. Ja, wobei, wenn ich mir da das Rennen von vor 2 Wochen noch mal ins Gedächtnis rufe, was der Jonathan allein in der letzten Runde da noch gezaubert hat, ja, ich glaube, da können wir noch nicht von einer Vorentscheidung sprechen. Nein, das nicht. Aber es zeugt erstmal davon, dass du von der Grundpace her der Markus heute hier richtig gut unterwegs ist. Ja. Und Jonathan vielleicht noch nicht so richtig seinen Rhythmus gefunden hat. Oder halt es tatsächlich wirklich so ist, dass der Markus deutlich mehr Glück bei den Überrundungen hatte. So, jetzt hoffen wir, dass bei dem jetzt Silvio jetzt diesmal gut geht, da die letzte Kurve. So, jetzt müssen wir mal hier schauen. Hier sind nämlich jetzt so die ersten in der Box. Ja, die stehen. Oh! Carsten Riemichen da draußen. Carsten Riemichen hat es erwischt. Ja. Aber das kann erst gerade eben passiert sein. Ja, der wird noch nicht mal als DNF angezeigt. So, und der Günther, naja gut, das ist natürlich jetzt hier, der jagt jetzt dem 14. hinterher. Ich glaube aber, der hat runden Rückstand, genau. Schade, ja. Schade. Wenn ich richtig zähle, haben wir jetzt 9 DNFs nach etwas mehr als der Hälfte. Ja. Nicht ganz die Hälfte, ja, aber dann haben wir noch bei 8 Minuten, aber trotzdem, es ist schon was anderes als die Rennen, die wir bisher gesehen haben. Aber das war, wie gesagt, meine Argumentation vorhin, dass die hier ein bisschen sensibler zur Sache gehen, das war auch mehr so ein bisschen, man redet sich das jetzt schön hier. Ja. Leider Gottes, tatsächlich, die Strecke ist wirklich bitter und ich bin sehr begeistert, wenn ich sehe, ich meine, die Leute, die hier fahren, die sind diese Strecke alle schon mal irgendwo gefahren und, oder die meisten jedenfalls, und dass die hier dann trotzdem an den Start gehen, das zeugt halt davon, dass die wirklich mit Leib und Seele bei der Serie sind. Und Teilnehmerzahlen sind ja auch wirklich gigantisch für das Track hier. Ja, also dass wir heute jetzt wirklich auch wieder so knapp an den 40 kratzen, hätte ich fast nicht erwartet. Und ja, wie du schon sagst, die Fahrer sind da wirklich alle mit Herzblut dabei, ja. Ist denn im Reglement ein Streichresultat vorgesehen? Ne, wir haben kein Streikresultat und von daher musst du natürlich auch schauen, dass du die, dass du natürlich möglichst viel Punkte einfährst. Ne? Ja, ist klar. So, schau dann da jetzt auf 2, also hier sind jetzt Boxenstopps, Erdschien führt. So, jetzt kommt Schau dann da in die Box. Patzke jetzt Zweiter. Soltau. Broich ist auf 5 wieder rausgekommen. Das möchte ich fast bezweifeln. Bei den Abständen hier. Obwohl, doch. Ja, doch, der hat 46 Sekunden Rückstand. 1,54 die letzte Runde. Naja, doch, das kommt hin. Also 50 Sekunden plus 45 Sekunden plus Ein- und Ausfahrt. Ja, weiß ich nicht. Wie ist das? Gibt es eine Vorschrift, wie was beim Boxenstopp zu machen ist, oder können die auch eventuell mal einen Reifenwechsel auslassen? Die können eigentlich tun und lassen, was sie wollen, ja. Also ja. Wenn du da nicht wechseln möchtest. Ich kann es jetzt nicht beurteilen, wie sich die Reifen da über so ein Rennen weg entwickeln. Ja, erfahrungsgemäß ist ja so, dass auf diesen etwas langsameren Strecken hier, ich meine, gut, so langsam ist das hier nicht. Aber dass man da schon mit einer etwas härteren Mischung dann sich wirklich einen Boxen, also diese Zeit an zumindest für einen Boxenstopp sparen kann.
Oh, ich lese gerade beim John, der hatte einen Disconnect. Ja, John, ah, okay. So, Tobias sollte jetzt an der Box. Watch out, na, jetzt mal gucken, wie weit der Markus Broich, der ist jetzt bereits wieder Dritter. Jetzt ist die Frage, wann geht Batzke rein und wann geht Erchin rein? Und natürlich hat jetzt Broich das Problem, er muss jetzt auch ebenso wie Batzke gerade eben durch die ganzen GTs sich durcharbeiten. Aber ich denke mal, da ist völlig, da kann man hier Strategie planen, wie man will. Hier wird man keine freie Stelle erwischen, wo man erstmal ein, zwei Runden zumal so, jetzt kommt Batzke rein. Ja. Bevor ich wieder freigehen. Das ist in der letzten Kurve. Beim Jonathan sind wir den Boxenstopp bestimmt wieder zu einer Zeit, wo wir zwei garantiert nicht mitrechnen. Ne? So, 14 Sekunden ist wieder zwischen euch und Batzke. Und da hat es einen GT erwischt. Der Thomas Batzke überrundet den Günther, wenn ich das richtig sehe. Der Robert Schauderner dann auf der 4. Auf der 5. Tobias Soltau. Auf der 6. immer noch der Ralf Gilles. Ja, der hat hier eine saubere Leistung hier heute. Der hält sich aus allem raus. Und ganz konstant immer auf der Position 6. Der fährt da, ja, glaube ich, ganz sauber seine Runden. Ja, der fährt die Strecke, glaube ich, aber auch nicht zum ersten Mal heute. Den Florian Fickel haben wir auf der 7. Auf der 8 der Stockhaus. Und da hängt ziemlich nahe dahinter der Sascha aus. Dürfte fast ein der die engste Gruppe sein, die wir hier haben, Lutz, ne? Das sieht so aus. Da gibt es einen Sackschwitze-Ausrutscher. Ja. Da. Ja, die Sitzfläche wohl doch ein bisschen feucht worden. Ja, das kann passieren bei so einem Rennen. Ja, definitiv. Wenn du dann hier mit den Dahlen dann nicht mehr so ganz koordiniert zugange gehst. Ja, auf der Position 10 bei den LMBs haben wir den Daniel Booth. Das ist Stefan Wilke, genau. Stefan Wilke. Frank Schuster dahinter. Und Dort Helling. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Ist er neu dazugekommen? Auf
Der also ist neu hinzugekommen, genau, ja. Der ist jetzt mitten in der Serie eingestiegen, ja. Okay. Ja, ist ja auch, ich sag mal, lohnenswert. Sprich, wir müssen ja keine Werbung mehr machen für neue Teams, aber ich würde mich schwer wundern, wenn hier noch unbedingt einer mitfahren möchte, dass ihm das wert wird. Nee, es darf natürlich nach vor jeder einsteigen. Ich denke, eins ist klar, wer jetzt einsteigt, kann natürlich nicht mehr um die Meisterschaft und auch sicherlich nicht mehr ums Podium mitfahren. Aber wenn du dir die tollen Strecken anschaust und diese Starterfelder von plus minus 40 Fahrzeugen, kannst du ja auch verstehen, wenn du einfach nochmal einsteigst, um ein bisschen Spaß zu haben. Und am Ende kann ja sowieso immer nur einer gewinnen und nicht alle 40. Ja. Ja, den Günther sehen wir hier an der Box. Der müsste ja die letzte Position bei den LMPs haben, wenn ich es genau, richtig sieht's aus, sehe. Genau, sieht so aus. Ja. Und jetzt wird er wahrscheinlich wieder mittenmang im GT-Feld rauskommen. Aber auch die GTs müssten ja jetzt mal irgendwann kommen. Ich glaube, da sind auch schon welche in der Box gewesen. Also zum Beispiel der Richard Frahm wird mit mir angezeigt. Und auch, nee, weiter noch nicht. Aber der Frank Rasingbach, ah nee, der fährt P2, sorry. Der ist hier momentan auch mittenmann der GTs gelistet. So, und Schafranka kommt in die Box. Und jetzt wollen wir mal gucken. Was ist? Beimann ist dahinter. Wo ist denn jetzt, wo ist denn? Hä? Wo ist denn Christian? Ja. Oh, wir haben. Ach du meine Nase, DNF. Wir haben's nicht mitbekommen, ja. Ja, tut mir wirklich leid, dass wir hier da immer so ein bisschen unkoordiniert aussehen, aber bei den vielen Fahrzeugen da immer auf den heißen Situationen zu sein oder so einen Ausfall zu sehen, ist selbst, ihr erlebt es jetzt, selbst wenn wir zu zweit kommentieren, nahezu nicht möglich. Ja. Nee, es ist wirklich nicht möglich. Also auf dieser Strecke ist es extrem schwer. Das ist wirklich eine meiner schwierigsten Moderationen, die ich jetzt hatte, weil es ist, man verliert hier völlig den Überblick, was hier abgeht. Und selbst wenn man irgendwo zwei Autos sieht, keine Ahnung, ja, meistens sind sie aus zwei Klassen, man weiß, das ist kein Positionskampf, das hilft dann schon mal. Aber ansonsten ist hier wirklich ganz, ganz, ganz schwierig. Also für die Leute, die vielleicht das erste Mal uns jetzt unseren Zuschauer da, das erste Mal hier zuschauen, wir haben hier keine Regie. Wir sehen das, was ihr seht, und wir haben einen Monitor. Und wenn wir irgendwo hin switchen, dann ist das das, was ihr dann auch sofort seht. Und von daher, eigentlich kommentieren wir, erzählen wir euch eigentlich nur, was ihr gerade seht. Genau. Ja, das war schöne Treffen auf den Punkt gebracht. Ja. Also, ja, wenn ich es mir so recht überlege, dann meinst du, dass wir eigentlich gar nicht kommentieren bräuchten? Weil was nee, eigentlich brauchst du das. Ich habe das gestern mit Harald zusammen schon so mehr oder weniger mal. Der Job als solcher ist eigentlich fast überflüssig, solange man keine vernünftige Regie hat. Natürlich ist es gehört dazu, dass da irgendeiner sitzt, der ein bisschen was erzählt. Soll ja auch ein bisschen entertainen, deswegen sind wir ja auch nicht so bierernst und machen auch mal unsere Späßchen zwischendurch. Ja. Aber so, Schafranka ist jetzt wieder draußen. Gut, der hat jetzt aber auch keine Konkurrenz mehr. Würde ich mal so sehen. Weil der ist nach dem Boxenstopp immer noch führender. Der Andreas Freimann ist der zweite in der GT-Klasse, aber das ist nicht der hier direkt hinter ihm fährt, weil da ist noch der Frank Rasing dazwischen. Und genau. Hier haben wir jetzt den Andreas Freimann. Also da ist etliches noch an Luft. Und ich sehe hier ehrlich gesagt kaum, also Stefan Bäumer, das ist sicherlich so eine kleine Überraschung. Robin Ricke ist noch direkt hinter Freimann, wird ja mir hier aufgeführt. Das heißt, Ricke profitiert jetzt hier so ein bisschen von den Ausfällen, weil er war ja mit seinem Startplatz mit Sicherheit nicht zufrieden und hat natürlich auch Plätze gut gemacht durch gutes Fahren, keine Frage. Aber insgesamt ist es natürlich jetzt gut, weil er kommt jetzt vor auf Platz 3 und da könnte es, nee, also, naja, gut, der Abstand zu Freimann, das sind jetzt ungefähr 13 Sekunden, da müsste man jetzt auch abwarten, wie sich das entwickelt, wenn ich mir die Rundenzeiten so angucke, Freimann fährt 1:10.2, Ricke fährt 1:10.7, also da müsste schon noch ein bisschen was passieren, dass er da die 15 Sekunden aufholt.
Das ist sicherlich momentan nicht im Bereich des Wahrscheinlichen. Hier haben wir den Andreas. So, gucken wir mal hier noch ein Stück leider da hinten. Dann haben wir noch den Jochen Stellberger und dann haben wir schon Stefan Bäumer. Also Stefan Bäumer wäre momentan, wenn ich das richtig sehe, Fünfter. Ja, wobei dann nach der Olaf, glaube ich, jetzt näher am Stefan dran ist, wie der Stefan am Jochen. Ne? Also ja. Also das sind auch nur 6-7 Sekunden momentan Abstand und 4 Sekunden dahinter dann auch schon der Richard Frahm. Also ich denke, in der Gruppe, da ist noch einiges möglich. Ja, bei den GTs ist das immer etwas, die GTs sind eigentlich immer ein Garant dafür, dass man dann doch nochmal ein paar Zweikämpfe hat. Wow, oh. Wer war das denn? Das war auf alle Fälle... Stefan? Nee. Ja, so einer war das. Soltau oder Erci? Die Frage ist jetzt, wer es war. Das war dann wohl Soltau. Genau, den hat es erwischt. Warum das jetzt hier irgendwie ist der RRD nicht mit deiner Tastatur kompatibel? Das hat nichts mit dir zu tun. Du machst nichts falsch. Du machst überhaupt nichts falsch. Ich mach eigentlich aktuell gar nichts. Aber Nee. Das ist einfach die zweite Tastatur. Das interpretiert er dann so, als würdest du die Alt-GR-Taste gedrückt haben. Und dann macht er den Taskmanager auf. So, also Bräuch war nicht, wie es ausschaut. Erzin war es nicht, genau. Sondern ja, Soltau wohl, der Teamkollege. Soltau, ja. Und guck mal, zwischen Bräuch und Erzin sind es jetzt nur noch knapp 6 Sekunden, ne? Oh. Ja, wir haben es schon wieder kommen sehen, ne? Ja, ich glaube, das war Stefan Bäumer, den es da gerade erwischt hat. Hier, damit ihr mal einen Einblick in das kriegt, was hier eigentlich abgeht. So. Na, jetzt kommt gerade mal keiner. Super. Was wolltest du denn schön? Ja, vergiss es. Gar nichts. Es ist total öde hier. Absolute Langeweile herrscht vor. Ja, öde Betonwüste da. Genau. So, gucken wir mal, falls der Claudio Stock hat. Dann haben wir den Sascha Borani hier auf der 7. Ach, der lässt zumindest den Stefan Bollheile. So, dann haben wir hier den Stefan Wilke. Tobias Soltau ist wieder draußen, aber ist zurück bis auf Platz 9. Und hat jetzt hier den Fight mit Thomas Batzke, der auch sehr weit zurückgefallen ist durch seinen... Was da ist, ob das jetzt nur der Boxenstopp war, kann ich nicht sagen. Ja, da haben wir... Das könnte sich sogar noch zum Dreikampf entwickeln. Da werden Soltau, ich weiß jetzt nicht, wie der performance-seitig aufgestellt ist, ob der noch an den Wilke ranfahren kann. Der Frank Rasin schafft es einfach nicht, hat immer noch 10 Sekunden Rückstand auf Johannes Schafranka, der schafft es einfach nicht, aus dem Feld der GT rauszukommen. Das hat mit Sicherheit nicht unbedingt Fahrergründe. Da wird wohl am Auto irgendwas so krumm sein, dass der hier auf dieser Strecke, auf diesem Kurs wirklich nur noch Probleme hat. So, Olaf Netz und Stefan Bäumer haben die Plätze gewechselt, sehe ich gerade. Ja, das könnte da gerade stehen, durch den kleinen Kontakt passiert sein, den der Stefan da hatte, ne? Und der Kai kommt da jetzt auch langsam ran, also da haben wir doch dann, hier haben wir Olaf Ness. Ja, ich würde mal eher sagen, Stefan Bäumer, er hat einen DNF, nee, der ist in der Box. Ah, der ist in der Box, ja. Da haben wir ihn. Da steht er. Ja. Da ist jetzt der Richard Frahm schon dabei und der Kai wird auch gleich vorbeigehen. Genau. Die Frage ist natürlich, war der Hai schon in der Box? Das sieht hier erstmal. Ich glaube, der hatte so einen.
Nein, also ich sehe hier keine Rundenzeit, die darauf hindeuten würde. Nein, nein, also Kai war noch nicht in der Box. So. Schauen wir mal. Stefan ist jetzt zurückgefallen bis hinter den Veit. Ja. So, gucken wir mal hier unsere Garanten für spannende Zweikämpfer an, so sie denn sind. Jonathan Erchin, die Rundenzeiten, ja, Rundenzeiten hier zu nennen oder daraus irgendwas abzuleiten, ist völliger Unsinn. Weil hier sind so viele Widrigkeiten durch die Überrundung, da kann man echt nichts draus ableiten. Aber mal so zur Information, die letzten drei Runden, 1.02, 1.01, 1.03, jeweils tief. Und Markus Broich 1.02, 1.01, 1.02, also der ist ein bisschen besser durchgekommen. Mehr kann man dazu nicht sagen. Also es ist momentan nicht so, dass man hier irgendwelche Rückschlüsse ziehen könnte. Genauso wenig wie am Anfang. Aber dafür haben wir jetzt hier zwei Teamkollegen, wo der eine dem anderen auch ein bisschen Platz macht. So. Das ist mir zu viel Hektik, zu viel bewegte Punkte auf dem Bildschirm, die kann ich nicht mehr ertragen. Ja, ja, man tut sich wirklich schwer hier. Ja, du weißt gar nicht, wer ist. Ich meine, wir haben ja auch hier ein Kackbild. Ich danke, dass du das jetzt sagst. Ja gut, insgesamt das Bild, die Bildqualität ist nie besser, aber jetzt läuft es wenigstens wieder flüssig. Also vorhin mit unserem 4-5 PS, FPS, das war ja nun wirklich eine Katastrophe. Ja, jetzt haben wir so 15 relativ konstant. Ja, das ist auch das, was der konstant eigentlich liefert. So, Ralf Gillis an der Box, aktueller P4. Mal. Na, der müsste aber jetzt schon Dritter gewesen sein. Ja, jetzt. Nee, Stockhardt ist Dritter. Gillis ist jetzt Fünfter. Nee, jetzt ist er schon Sechster und jetzt kommt Woronny noch vorbei. Sascha auch noch vorbei, ja. Und Sascha Wilke wird hier auch vorbeigehen. Stefan Wilke. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob der Batzke das auch noch schafft. Aber das ist wohl eher. Ja, der geht auch noch vorbei. Der geht auch noch vorbei. Ne? Jetzt fährt er los. Den wieder rauskommen. Ne? Neunter momentan. Ja, er ist Neunter. Ja. Dann hat sich der Boxenstopp für Patzke gelohnt. Dann hat der Ralf vielleicht ein bisschen lange gewartet. Weil die vor ihm waren alle schon. Oder müssen die zweimal? Nee. Einmal noch, oder? Ich denke, dass das mit einmal hinkommt. Also ich wollte jetzt auch vom Reglement da irgendwas vorgeschrieben ist. Nö. Vorgeschrieben haben wir da nichts. Ich denke mal, dass das auch mit einmal hinkommt, wenn du nicht noch einen Reparaturstopp hast. Ja. Also du kommst, ich glaube, bei der Enduro Racers kommst du so auf so 50, 55 Minuten. Oh, ich glaube, das war der Olaf Ness, der da quer stand. Das schauen wir uns nochmal an. Ich hoffe, wir kriegen hier kein Bild, um nichts zu machen. Nee, das sind keine Sorge, der ist nicht raus oder irgendwas. Das sind hier einfach diese blöden Lags im Replay. Und da kann man nur sagen, so wie amerikanische Autos, einmal mit Profis arbeiten. Ja, und der Carsten schreibt mir gerade, man muss zweimal rein. Ah, okay. So, sorry, Matthias, wenn du das nicht weißt. Ja, nö, ich bin ja immer. Ich bin ja. Ja, genau. Und versuche ja deine technischen und Reglementfragen ja immer nur so. Zu umschiffen. Mit schlauen Geräten zu umschiffen. Ja. Sehr geil. Sehr geil. Also im Prinzip haben wir denselben Wissensstand. Genau, wunderbar. Aber mir war so, genau. Als hätte ich aus den letzten Rennen noch irgendwie in Erinnerung, dass die zweimal rein müssen. Dann wäre es natürlich, jetzt müsste man jetzt tatsächlich mal schauen, wenn der Thomas Batzke
bilde ich mir ein, der müsste dann auch nochmal rein. Der war in Runde 42 drin. Und weiter sehe ich da auch keinen Boxenstopp bei ihm. Also der bei ihm, der müsste eigentlich dann auch nochmal reinkommen. Das bei Wilke aus. Ähnlich, der war in Runde 37 drin. Horny, dasselbe Spiel. Also er könnte wohl wieder nach vorne kommen. Der Ralf Gillis. So, aber Olaf Netz ist hier wieder einigermaßen in sicherem Fahrwasser. Er hat ja, man muss das ein bisschen verstehen bei dem Olaf. Wir wollten ja nicht so viel lästern, also das ist jetzt auch ganz ernst gemeint von mir. der Olaf kennt diese Situation aus der Kindheit. Er hat wohl mit seinem Roller, also mit einem motorbetriebenen Roller, den er dann fahren durfte, mit im entsprechenden Alter, ist er wohl mal in Straßenbahnschienen gekommen und sagte, das wäre alles nicht das Problem gewesen, wenn die Eiersche nicht die Weiche falsch gestellt hätten. Das heißt, er wollte eigentlich geradeaus fahren, aber die hatten die Weiche irgendwie so gestellt, dass es nach rechts ging. Damit hatte er nicht gerechnet und hat sich da mörderisch auf die... Ich fand die Story so geil. Muss ich mal hier loswerden. Also. Aber es ist so eine typische, ne? Ja, es ist eine typische Olaf Ness Story. Also, ihr kennt ja sicher den, wie hieß der andere Ness hier, der von den Unbestechlichen, der hier alle El Capone zur Strecke gebracht hat. Ist doch auch Ness. Ist der auch Ness? Ja, der hieß auch Ness. Aber nicht Olaf, ne? Nee. Olaf? Nein, ich weiß es nicht. Also, nein, der hieß. Auf alle Fälle hieß er Ness und hatte auch einen kurzen Namen mit zwei Silben. Und, Und. Ja, ich weiß es nicht. Also, das ist so eine. Da hat man auch gesagt, die Ness-Story. Bitte? Weißt du eigentlich noch, auf was du jetzt raus wolltest? Ja, dass der Olaf, hatte ich ja gesagt, dass der Olaf halt so, wenn jetzt hier plötzlich unerwartet die Weichen falsch stehen auf der Strecke, dann ist er überrascht, verstehst du? Da muss man auch mal so einen Dreher akzeptieren können. Das passiert ja einfach, wenn jetzt auf einmal eine Kurve kommt, mit der er so nicht gerechnet hat. Oder nicht rechnen konnte. Oder nicht rechnen konnte. Außerdem war ja da auch noch das Versprechen von Silvio, dass er vorne draus fährt, ne? Genau. Ja, und dass er. Ich glaube, der Silvio hat sich auch zwischendrin mal vom Fremdenführerjob verabschiedet. Ja. Also, wenn unsere Zuschauer denken, wir hätten ja nicht alle Tassen im Schrank. Zum einen stimmt das. Genau. Zum anderen ist es so, wir wissen hier wirklich nicht so ganz genau, was wir hier erzählen sollen, weil das ist hier so ein Kuddelmuddel auf dieser Strecke. Auf der anderen Seite ist es aber eigentlich das Programm, was bei Sackschwitze mehr oder weniger angesagt ist. Es ist nicht so, dass es hier nicht ernst zugehen würde, dass man hier nicht ernsthaft Rennen fahren würde, aber das wird schon alles mit einem relativ hohen Spaßfaktor betrieben. Und das ist eigentlich das, was die Jungs hier so extrem sympathisch macht und was die ganze Sache hier überhaupt ja so erfolgreich macht, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und von daher, also seht uns das nach, wenn wir hier gerade mit dem Olaf, da steht irgendwas Rot-Schwarzes, irgendwas Rot-Schwarzes was war, Notausgang oder keine Ahnung, irgendein rot-schwarzer Porsche, okay, fuhr er wieder, ja, da fehlt auch vorne ein bisschen was. Naja, also weil er gesagt, die Motorhaube. Nein, ja. Also die Kofferklappe da, die ist irgendwo. Mehr anwesend. Ja, Lutz, also ich bin wirklich froh, dass wir hier heute zu zweit sind, weil. Oh, da hat es den Günther gedreht. Genau. Dass wir hier heute zu zweit sind, weil ich glaube, alleine hätte man heute vermutlich nach 30 Minuten oder so. So aus Versehen mal Alt-F4 gedrückt, ne? Ja, beziehungsweise mit dem Schädelplatzer irgendwie. Das ist, unglaublich, wirklich. Also es ist sensationell. Wir können eigentlich nur immer mal wieder gucken nach der Reihenfolge. Johannes Schafranka führt hier mit deutlichem Vorsprung, 47 Sekunden, vor Robin Ricke, der mittlerweile auf die 2 vorgefahren ist. Auf der 3 Jochen Stellberger, auf der 4 Richard Frahm, Olaf Ness auf der 5, auf der 6 Kai Sichotzki. Guckt ihr es an.
Auf der 7, Stefan Bollmer. Also wir haben hier ein 5, 6, 7 Sackspitze gespannt. Also. Aber da frage ich mich ja gerade, da haben wir ja schon wieder einen DNF verpasst, ne? Nämlich den vom Andreas Freimann. Wo ist der? Ja, der ist DNF. Ja. Das müsste dann der 13. sein, wenn ich hier richtig sehe. Ja, also wir haben jetzt momentan noch 24 Autos, 25 Autos in der Grid, also auf der Strecke. Ja. Also wir haben jetzt ein Drittel Ausfall. Ja. Ich denke mal, das ist, ich sag's immer wieder, so dramatisch, dass für die Ausgefallenen ist, aber auf dieser Strecke ist das ein sehr akzeptabler Wert, wenn das jetzt nicht noch mehr wird. Oh! Was war das denn? So. Also da hat jetzt entweder einer zu spät gebremst oder einer viel zu früh. Stefan Bollmer! Ich möchte mal behaupten, der hat jetzt irgendwo entweder einen Realitätslust gehabt oder aber sowas von das Messer zwischen den Zähnen. Das kennt man ja von ihm gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Und da war ja so ein deutlicher Geschwindigkeitsunterschied. Ja. Da. Ich konnte es nicht beurteilen in der Kürze der Zeit, ob es LMP da viel zu früh gebremst hatte. Also ich denke mal, hier war ganz klar irgendein Pedalproblem oder was auch immer. Also Das kann nicht sein, dass jemand so ungebremst in den Vordermann rauscht, schon gar nicht in den LMP. Also wenn man mal davon ausgeht, dass der Bremspunkt des GTs noch deutlich vor dem des LMP liegt, dann war das kann nur, weiß ich nicht. Also zusammengebrochen ist er nicht, also Ohnmacht gefallen ist er nicht oder sowas, sonst hätte er den Weg in die Box nicht gefunden. Also muss es irgendein technischer Defekt gewesen sein. Und er steht auch nicht sehr lange, also für eine Reparatur. 45 Sekunden. Ja. Haben wir eigentlich gesehen, wer der LMP war? Das müssen wir jetzt tatsächlich mal. Ja, ich glaube, wohl gerade zu erfahren sein. Thorst Helling, glaube ich, war das. Ah ja. Ja. Nee. Nee, der fährt ja. Der wird es auch nicht gewesen sein. Der hat ja selber erstmal irgendwie einen Dreher gehabt. Irgendwas Blau-Weißes war es, oder? Ja. Hier ist schon Schaffrank da. Lukas. Ja, wir gucken mal, wer da jetzt eben in der Box war. Ja, doch, der Thor Telling war gerade in der Box. Der müsste es gewesen sein. Ah, okay. So, vorne. Ganz vorne. Sprich in der LMP. Da steht Jonathan Erdschin mittlerweile auf der 1. Auf der 2 haben wir Robert Schauderner. Auf der 3 Markus Broich. Da müssen wir jetzt mal gleich mal nachschauen. Da gehe ich mal davon aus, dass der Markus jetzt nochmal in der Box war. Jetzt kommen hier sowieso etliche Stops. Richtig, der Markus war vor 2 Runden drin. Das bedeutet, wir müssten jetzt mal nach vorne schauen, zu den Führenden hin, wann der Jonathan reinkommt, weil wir haben noch 20 Minuten. Und irgendwie würde ich meinen, so gewesen. Schauen wir mal hier bei Schauderner, was der macht. Bei dem müsste ja auch am Boxenstopp stehen. Genau. Oder da liegen die Teile. Gibt auch so ein sündhaft teures Carbon-Teil da. Ja. Ja, 31 Sekunden Vorsprung, also das da muss das definitiv nochmal rein.
Erding geht nochmal eine Runde weiter. So, der Wallen, schauen wir mal. Ach. In die GT-Klasse zum Johannes Schafranka, der hier schon langsam Handling-Probleme bekommt. War das jedenfalls eben aus. Vor Robin Ricke und Jochen Stellberger. Richard Frahm, da ist er doch. Achso, nee, das war ja der. Ja. Genau. Der dann noch fehlte, genau. Und dann Kai Sichotzki auf der 4, auf der 5, auf der 6 Olaf Ness. Auf der 7 jetzt Veit Unkel. Auf der 8 Andreas Mehnert. Auf der 9 Stefan Bäumer. Platz 10 für Daniel Ehrlich, der ist auch deutlich weiter hinten als normalerweise. Auf der 11 dann schon ausgefallen, genau. Ja. Gucken wir mal nach vorne, weil mir werden hier gerade sämtliche Autos in der Box angezeigt, oder so fast alle, im Live-Timing. Jetzt ist es wieder gut. Aber Jonathan Erching ist wieder vorne, das heißt, die müssen wohl in der Box gewesen sein, das haben wir jetzt hier nicht so richtig mitgekriegt. Erching führt jetzt, er war halt noch nicht drin. Achso, Quatsch, ja, Blödsinn, ja, Markus Broich ist jetzt vorne normalerweise. Genau, Markus Broich müsste noch... Der fährt jetzt durch, er muss jetzt nicht mehr rein, aber Erching und Schauder, da müssen nochmal in die Box. Und der Florian Zickel ist jetzt direkt hinter dem Markus Broich. Ja. Da könnte ja vielleicht auch noch was gehen. Ich weiß nicht, der Florian Zixel, wie schätzt du den ein? Kann der auf den... Ja, also, ja gut, also Markus Broich, denke ich mal, ist schon... Zumindest genau so. Also, das, da, ich denke mal, die vier, die hier vorne fahren, sind doch mehr oder weniger auf einem Level. Also... Das ist jetzt hier reine Glückssache durch die beiden Überrundungen, wer hier woran fährt. Wir können ja mal so ein bisschen schauen, weil die hatten ja jetzt ein paar freie Runden. Also Sitzel fährt 1,31, 1,28, 1,29, also so irgendwas um die 1,3 rum. Und Broich ist hier deutlich schneller, also wenn er frei ist, 1,20, 1,27. Ja. Aber der hatte in der Runde davor eine 1,13, da muss was passiert sein. Der hat da 10 Sekunden verloren, 11 Sekunden auf seine normale Runden. Und auch die Runde aus der, ja, die Runde, gut, die Runde davor war die Runde aus der Box. Also hier könnte es Der Claudio Stock hat den F. Ah, es ist schade. Da müsste die 64 Runden lang ab. So, aber irgendwie machen die doch keine so wirklichen Anstalten reinzugehen. Ich meine, gut, sie haben auch noch 15 Minuten Zeit. Ich weiß es nicht. Gut, das wirst du jetzt auch nicht wissen, wenn du nicht, auch nicht wusstest, dass da zwei Stops vorgeschrieben sind. Vielleicht kann uns das jemand von den Zuschauern beantworten. Ich weiß, dass das einigermaßen peinlich ist, wenn wir das hier nicht wissen. Aber nutzt jetzt nichts.
Zeitfenster gibt, wann die drin gewesen sein müssen. Also nee, also ein Zeitfenster gibt es mit Sicherheit nicht. Okay. Habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, aber... Echt? Ich glaube... Ja, ja. Nee, da sind wir ziemlich sicher, den Magen ist nicht das Zeitfenster. Also. Ja. So, und Erdschien macht hier Zeit gut. Auf Schauderna. Das sind jetzt schon 51 Sekunden, die Erdschien führt. Jetzt frage ich mich ernsthaft. Und der hat nochmal Vorsprung 27 Sekunden auf Broich. Also das halte ich für ein Gerücht, dass Broich das schafft. Eigentlich nicht machen. Mal der jetzt. Ja. Klingt nicht wahrscheinlich, ne? Ja. Gut, der hat zwar den Sixel einigermaßen im Griff. Oh, da steht schon wieder einer. Das war aber jetzt nicht Schafranka, oder? Der da stand. Na doch. Ja. Da war er das. Eine andere blaue Corvette haben wir doch nicht, oder? Nee. Doch, nee. Nee, das war Schafranka, der da mal eben einen kleinen Ausflug gewagt hat. Brauche ich jetzt an Schauderna vorbei? Habe ich kurz nicht geguckt und der nützt wohl auch nicht. Nee. Ja, der müsste ja in der Box gewesen sein, denn der war 38 Sekunden langsam an der letzten Runde wieder vor. Problem ist, wir haben, also ich muss es kurz zur Entschuldigung, es ist nicht wirklich eine, aber ich muss es mal kurz erklären. Wir haben heute Abend hier 5 Streams, davon sind 2 neu, beziehungsweise harten Moderatoren, die völlig unerfahren sind, und ich kriege hier ständig irgendwelche Nachrichten, weil die irgendwas nicht finden oder irgendwas nicht in die Reihe kriegen, und von daher leidet das jetzt hier leider so ein bisschen drunter. Das ist aber einfach heute mal nicht zu ändern. Beim nächsten Mal, wenn wir wieder eine richtige Rennstrecke haben, vielleicht auch wieder ein bisschen besser hier. Ja, aber ich denke, das liegt wirklich hier an der Natur der Strecke, ja, weil man tut sich absolut schwer hier auf dem Laufenden zu bleiben. Genau, also Broich, wie gesagt, eben schon gesagt, ist wieder vorbei an Schauderna. Schauderna war an der Box. Jetzt schauen wir mal, was hier Erdschien jetzt an Vorsprung hat. Das müsste jetzt irgendwann mal hier eingeblendet werden. Ich glaube, das ist über eine Minute, ne? Ja, ja. Also ja, anderthalb Minuten fast. Also das heißt, wenn er nicht verunfallt, dann ist der Drops gelutscht, ne? Ja, genau, das passiert gerade. Aber das war nicht er. Ja. Das war ein Zurückrunden. Oder was auch immer. Da ist wohl der Split verlustig gegangen. Ja.
nicht festgeschraubt, was? Ah, ja, die haben sich schon berührt, also das war schon. Ja, das ist schon brachiale Action, das muss man sagen. Also, wir sind überfordert. Ganz klare Aussage, wir sind überfordert. Ja, kann so, ich, wir haben kann noch ich nur unterstreichen. Ja. Ja. Man sitzt ja auch nicht mal so ganz fasziniert, wenn du da anschaust, wie da wieder so ein Überrundungsmanöver mit zwei, drei Fahrzeugen da durch diese engen Kurven da abgeht und du hältst eigentlich die ganze Zeit die Luft an, weil du denkst, jetzt kracht's. Ja. Und darüber vergisst du dann ganz, dass du vielleicht ab und an auch noch ein bisschen was erzählen solltest. Genau. Und in manchen Situationen bist du so tief am Luftholen, dass du gar nicht sprechen kannst dabei. Extrem. Ja, genau. Oh Mann, ey, unglaublich. Also, wir dürfen eins hier nicht außer Acht lassen. Das ist Simulation Racing. Also das ist hier richtig. Ja, also da muss man richtig was drauf haben, um überhaupt hier so ein Rennen zu Ende zu fahren zu können. Ich bin hundertprozentig überzeugt, jemand, der hier. Habe ich hier gerade ein Auto verloren? Mhm. Jonathan Erdschin habe ich verloren. Oh. Hatte der jetzt ein Disco? Das sieht mir fast so aus. 8 Minuten 45 vor Schluss. Nach 75 Runden. Ja. Ja. Ja, er wird aber noch auf 1 geführt. Ja, klar. Ich muss ja erstmal jetzt wieder an ihm vorbei. Ja. Oh, wie bitter. Aber das war doch direkt auf der Startziel, ja. Der kam um die Kurve rum und bupp, weg war er. Ja. Achten schreibt mir gerade freundlicherweise vielen Dank für den Service Disconnect. Oh, wie bitter. Da weiß man ja gar nicht, was man dazu sagen soll, ja. Das ist, ja. Ich meine, es ist natürlich genauso bitter für den John, dem das da in Runde 0 quasi passiert ist. Ja, das ist weil auch da hast du natürlich die Vorbereitungsphase und alles hinter dir und hast dich auf den Abend gefreut und hast trainiert und hast alles gemacht. Aber ich denke jetzt da 8 Minuten vor Schluss nach 75 gefahrenen Runden auf der Einliegend. Ja. Wow. Da wünsche ich dem Jonathan nur, dass er jetzt im Kühlschrank ein gepflegtes Kaltgetränk hat. Ja, das kann man so sagen, ja. Oh. So, schaut er da immer noch auf 3, jetzt wird er auf 2 geführt. Ja, der Jonathan schreibt mir gerade, das war's mit Sim Racing. Ich kann das so ein bisschen nachvollziehen. Der Jonathan fährt ja bei mir in der F1 Racing League und hat die Meisterschaft letztes Jahr verloren, weil er doch etliche Disconnects hatte mit seiner Internetleitung. Und Jonathan, ich sag dir mal so, schlaf erstmal eine Nacht drüber und dann red das mal mit deinen Freunden, die du so hast, und dann denkst du nochmal drüber nach. Ob in diesem Rennen hier ein Ausfall, wie auch immer er zu begründen ist, ist zu verschmerzen. So tragisch ist es, auf Platz 1 auszufallen, aber erstmal drüber nachdenken. Ja, natürlich, morgen sieht die Welt wieder anders aus. Wobei. Ja, ich kann ihn schon, also er ist schon gefrustet. Das ist nicht erst seit heute so. Ich verstehe das natürlich. Und es wäre jetzt ja was anderes, wenn es ein Unfall wäre. Ja, dann kannst du immer noch sagen, ja gut, okay, ich war nicht aufmerksam oder es war halt einfach echt. Aber ich denke, wenn die Technik einem da so einen Streich spielt, dann ist es schon bitter, ja. Oh, was ist das für ein Rad hier? Das muss vorne noch auf den Stapel da. Kennst du das eigentlich noch? Scheiße. Naja, da muss ja irgendeiner eins verloren haben. Sind da noch jemand ausgefallen?
Gut, das wie ist auch ein Allzeitrad vom Jonathan. Das ist ja das Rennen für ihn. Nee, ist wirklich, also tut mir echt auch leid, sowas, ja, weil das, ja. Das ist doppelt bitter. Und ich meine, die Verbindung könnt ihr doch einfach auch irgendwie morgen Nachmittag beim Surfen. Ja, wenigstens noch 10 Minuten halten. Ne? Also, ja, aber ja, nicht heute. Noch 10 Minuten. Also. Ja. Naja, gut. Also, Johannes Schafranka hier in Führung in der GT-Klasse. Robin Ricke nach wie vor auf 2 mit deutlichem Abstand. Auf Platz 3, auch da wird sich wohl nichts mehr wirklich ändern. Jochen Stellberger, Richard Fahm auf 4, auf der 5 Olaf Ness. Der sagt, Mensch, ey, lass mich doch in Ruhe. Bloß nicht! Oh, Leute, Leute. Oh, das waren da gleich 3 Stück hier. Der LMP, der da ist, fährt noch den nächsten GT mit. Wir gucken uns das hier nochmal an. Er bremst hier, bleibt hier schon in. Er muss ja irgendwo hin. Ja. Und bleibt hier hängen. Und bleibt hier hängen. Der erste kommt noch durch. Ja, dann kannst du nur... Ups, das war die falsche Richtung. So, dann, und dann sehen wir hier das ganze Drama. Ja. Aber was soll er machen, ja? Er kann nur... Das ist Schafranka hier, auf der da reingefahren ist, ne? Batzke. Nee, Schauderner meine ich. Schauderner und Batzke. Schafranka ist ja GT, ja. Ja. Ach, wie bitter. 3 Minuten vor Ende, 4 Minuten vor Ende. Und jetzt kriegen sich da der Veit und der Robert noch die Haare beim Vorbeifahren. So, er hat auch die Konsequenzen gezogen, obwohl er da nur am wenigsten zu konnte. So, Florian Sippel damit auf 3. Gucken wir mal hier vorne. Markus Broich auf Siegkurs, auf 2 Schauderner, aber der wird wohl, ja, ich weiß nicht, ob der die 3 Minuten jetzt durchfährt mit dem Auto. Wie viel Vorsprung hat er? 4 Sekunden. Oh, er wird es versuchen. Aber ich denke mal, relativ ja, chancenlos. Und weitere 4 Sekunden dahinter kommt der Ralf. Ne? Ja. Er nutzt nichts. Wenn er an die Bock fährt, hat er die Plätze auf alle Fälle los. Ja, das stimmt, ja. Ach, wie bitter, dass wir sowas jetzt auch nochmal kurz vor Ende haben. Ja, das Rennen ist... Oh! Der Herr Sixel hier aber auch nicht unbedingt so, wie man das, wie das sein sollte. Er kommt in die Box. Haben wir jetzt hier noch einen Session Dash oder? Ja, sieht so aus. So, und wie vermutet, Schauderner fährt weiter. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen Glücksfall für ihn. So, und auf Platz 3 Ralf Gillis. Ja, ne? Oh, da ist ein Porsche ganz langsam. Mhm. So, 1,7 Sekunden hinter Schauderner, der ohne... Ja, jetzt ist er dran. Jetzt ist er dran. Ja. Der geht da jetzt wahrscheinlich in Kürze vorbei. Das würde bedeuten, Platz 2 für Ralf Gillis. Wir haben noch 1 Minute 59. Ich weiß es nicht, ob das so sinnvoll... Ja, ist alles gut gegangen. Dass er jetzt hier noch fightet. Weil er muss ja sehen, dass ihm die ganze Front fehlt. Ja, und das Rennen geht jetzt auch noch 2 Runden. Von daher, ja, wenn es nicht diese Kurve gewesen wäre, wäre es die nächste gewesen. Genau. Ja, der Gillis, der schlingelt wohl. Ja, guck dir an, du hältst dich aus allem raus. Und schon geht's da. So, Schafranka hier clean. Bis auf ein paar Wandenberührungen und einmal Reifenstapel, sauberes Rennen. Robin Ricke, ja, auch noch gut vorgekommen. Sag mal, das warpt hier wieder so durch die Gegend. Nee, wir sind aber live. Ja. Eigentlich auch, also ich habe hier nichts gesehen bei dem Robin, ob es da größere Verwicklungen gegeben hätte. Also auch das eigentlich ein sauberes Rennen. Knappe 10 Sekunden dahinter der Jochen Stellberger. Auf der 4 dann Richard Fahm. Auf der 5 Fahrt Unkel.
auf der 6 Andreas Mehnert, Stefan Bäumer, auf der 7, auf der 8 Kai Sikorski, auf der 9 ausgefallen dann. Also ganze 8 GTs noch unterwegs. Also da haben wir eine Ausfallquote von 50%. So, Markus Reuch geht in die letzte Runde. Fährt nochmal über Start und Ziel, 8 Sekunden vor Schluss. Das tut aber auch nicht gut bei 46 Sekunden Vorsprung. Auf dieser Strecke. Da hätte er auch mal anhalten können. Ja, ja. Oh, ich befürchte, das gibt Tanke hier mit der Race Control. Da gibt's Arbeit. Frage ist nur, wie will man sowas bestrafen hier? Also, ja. Ich muss aber ehrlich gestehen, ich habe auch noch nicht in die, E-Mails geguckt von Samstag, obwohl da relativ wenig passiert ist. Also wir hatten 6 Ausfälle während des Rennens. Leider sind am Schluss noch ist noch einer mit Motorschaden, einer mit Spritmangel liegen geblieben und 2 Teams haben die letzte Runde nicht gewertet gekriegt, weil sie zu früh ins Auto gesetzt sind. Ups, und herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Markus Breuch. Ja. Platz 2 für, ich würde mal sagen, doch ein bisschen Überraschungszweiter, Ralf Gillis. Ganz und genau. Hier kommt ein... Das ist aber kein direkter Zweikampf, nein, 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 nein. Platz 3 für einen ganz weit wunden, aber hoffentlich noch glücklichen Robert Schauderner. Ich denke, mir wäre es lieber gewesen, wenn der Heckflügel abgefallen wäre, statt des Fronts. Ja, der mag es ja gern hinten ein bisschen los. Naja, also ich glaube, dann hätte er das vergessen können, hier noch zu Ende zu fahren, jedenfalls ohne Boxenstopp. So, Glückwunsch an den Robert. Ja, auch da, das Podest komplett in der genau. LMP2. So, und dann gehen wir mal zur... Oh, da ist schon gar keiner mehr. Doch, ich glaube, da haben wir einen. GT-Klasse, da ist er. Herzlichen Glückwunsch an den Johannes Schafranka für den Sieg der GT-Klasse vor Robin Ricke. Und, upsala, jetzt machen sie das hier nochmal. Stellen sich hier alle so ein bisschen hin. Großartig. Ach, hier hat noch einer Spritmangel, oder? Die schieben. Ja klar, er schiebt den hier durchs Ziel. Ja, der hier nicht. Der hier nicht. Wo war denn das jetzt eben schön? Ja, ich bin mir da bei den Jungs dann nicht so sicher, wer da... Aber ja, ja, wen schiebt? Ja, doch, doch, ja, doch. Ja, doch hier. Ja, ja. Wer ist das? Veit Unkel. Ach. Veit Unkel ist das. Ja, ist er schon... Ist er denn, nee, ist er denn gewertet nicht. Oder nicht? Nein, er ist noch nicht gewertet, würde ich meinen. Ja. Ich bin froh sein, dass wir hier noch einen freundlichen LMP-Fahrer haben. Ja, der Frank Huster hilft hier aus. Der ist, glaube ich, durch. Heiße Jotzki, Stefan Bäumer. So, jetzt fährt der Frank weiter. Was ist jetzt hier? Warum lassen Sie den jetzt stehen? Ach Gott, jetzt drückt der Escape. Alles klar, also haben wir auch noch einen lustigen Showdown gesehen zum Schluss. Ja. Mal was ganz was anderes. Ist ja schön, dass die ihren Humor noch nicht verloren haben. Ja, genau, genau, genau. Also ja, wir sind, so. Glaube ich, ziemlich genau bei den von mir prognostizierten 40% Ausfallquote, wenn ich das hier so richtig sehe. Ja, der Jonathan landet immer noch auf Platz 14. Also ich glaube, da gibt es noch Punkte, oder? Da gibt es noch Punkte. Das ist vielleicht jetzt noch ein klitzekleiner Ost, ja.